zu überstehen. So, da geht's los. Bang eSport von links nach rechts. Rising Phoenix von rechts nach links. Das Pokalspiel, das heißt, es gibt nur einen Sieger oder einen und einen Verlierer. Es gibt nur Sieg oder Niederlage, wollte ich sagen. Ja, das war stark von mir. Kommen wir also hier zu der ersten Runde im Pokal. Und ich bin gespannt, wer sich hier am Ende durchsetzt. Bang erstmal mit dem Freistoß. Lang geschlagen. Der war nicht gut. Möglichkeit für Rising Phoenix, mit dem Ball hier nach vorne zu kommen. Sehen wir leider den Einwurf gerade nicht. Elite-Kicker soll werfen. Lässt sich viel Zeit. Also beide, gerade bei den Standardsituationen, lassen sich viel Zeit, um da auch einen vernünftigen Abwurf zu machen. Aber beide, der eine weder beim Freistoß noch hier beim Einwurf zum eigenen Mann gekommen. Mit den zwei farbigen Ärmeln. Achso, ja, das Trikot von Beng auf jeden Fall interessant. Beng jetzt erstmal mit Ballbesitz. Macht das gut. Schöner Seitenwechsel über eine Kurzpassstaffette. Silva, Davy Jones, Robin mit dem langen Ball. Kriegen nicht unter Kontrolle. Bekommt aber Michi nochmal. Michi gegen drei. Gut gemacht. Mit dem Kopf zurückgelegt auf Pogba. Und dann halten sie den Ball in den eigenen Reihen. Der Schiedsrichter pfeift den Vorteil zurück und es gibt Freistoß. Isco Disco soll's machen. Rising Phoenix rückt weit auf. Lassen sich wieder viel Zeit, machen das kurz. Wir müssen jetzt zusehen. Ball geht komplett zurück zum Torhüter. Nochmal der lange Ball raus. Weiter verlängert. Aber kein Problem hier für Rising, das zu klären. Und nichtsdestotrotz beim Rausspielen der Ball im Aus gelandet. Und wieder Ballbesitz für Bang eSport. Nochmal wieder Rising Phoenix im Ballbesitz. Und es scheinen beide hier in diesem Pokalspiel ein wenig Probleme zu haben. Bang versucht nach vorne zu kommen, Rising Phoenix passt grundlegend immer gut auf, aber der Aufbau auf beiden Seiten unsauber, immer wieder Fehlpässe, immer wieder verdribbeln und so weiter. Also sie sind, es ist noch früh in der Saison, da muss man auch zusehen, dass man diese ganze Einheit wieder zusammengeschweißt bekommt. Und Bang nochmal über CR7, Rico. Einwurf für Rising Phoenix. Kommt in den Strafraum. Pogba dazwischen. Und Möglichkeit für Bang über Martin. Der Ball ist gut. Es ist kein... Es ist doch Abseits. Ich hätte fast gesagt, es ist kein Abseits. Aber da war er wohl doch einen Schritt zu weit drinne. Nochmal Möglichkeit für RP. Kurz gespielt. Shannon Shaqiri, der kommt gut durch. Jetzt hat er mal Platz. Er muss sich allerdings gegen 2, gegen 3. Flanke kommt. Pogba klärt zur Ecke. Möglichkeit über eine Standardsituation für Rising Phoenix. Jetzt hier mal gefährlich zu werden. Zwei postieren sich kurz am Torwart. Aber jetzt wird es verändert. Nochmal einlaufen. Kommt der Ball lang? Kommt der Ball kurz? Man weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ist die Aufteilung sehr interessant von Rising Phoenix. Das ist auf jeden Fall einstudiert. Der Ball kommt nochmal in die Mitte. Aber Nico bringt nochmal raus das Ding. Nico mit einem guten Dribbling. Nico, da war in der Mitte sehr viel Platz. Er versucht nochmal den Ball auf die Außen zu bringen. Das funktioniert nicht. Möglichkeit für Rising Phoenix über den Konter. Sisic. Mani mit dem Ball. Und dann ist das Ding drinnen.
John Terry per Kopf rein das Ding. Erstmal stark gehalten. Aber dann landet der Ball bei John Terry auf dem Kopf und der nickt ein zum 0:1. Rising Phoenix mit ihrer ersten richtig guten Aktion hier und sie belohnen sich mit einem Treffer. Bang muss jetzt kommen. Es gibt hier kein Unentschieden. Sie brauchen zumindest hier den Ausgleich, um in die Verlängerung zu kommen. Aber erstmal Rising Phoenix über Groß. Rising Phoenix. Und dann erstmal geklärt. Aber wieder gut wiedergeholt von CR7. Die Flanke kommt auf der anderen Seite. Und dann ist Robin da. Klärt das Ganze. Einwurf für Rising Phoenix. Cicic macht's. Rising auf jeden Fall, wie gesagt, auch als Favorit hier in diese Partie gegangen. Einwurf in Rückraum. Groß kann ihn nicht behaupten. Möglichkeit für Bang. Nico. Nico versucht zu schnell. Und Cicic. Vorhin noch den Einwurf gemacht und dann ist er direkt hinten und fängt den Ball ab. Starke Aktion von Cicic hier. Gut wieder, gute Defensivarbeit geleistet. Bang rückt weit raus. Nochmal die Flanke. RP, gutes Ding, Rising Phoenix. Abschluss, Robin macht die kurze Ecke gut zu. Stark gemacht. Nichtsdestotrotz auch ein guter Angriff von Rising Phoenix und die kommen immer besser ins Spiel und Bang eSport hat Schwierigkeiten, die Angriffe vernünftig zu verteidigen. Wieder die Aufteilung von Rising Phoenix. Diesmal kommt er kurz und Davy Jones ist dazwischen und nochmal Eckballmöglichkeit. Nochmal die Möglichkeit, sich aufzuteilen. Diesmal ist keiner kurz. Doch, da kommt noch einer von Rising Phoenix. Oh, komplett kurz ausgeführt. Groß ist da. Groß mit der Flanke. Und dann ist der Ball erstmal raus. Und Möglichkeit vielleicht für einen Konter für Bang. Aber starke Aktion. Bleibt trotzdem dran. Martin. Martin nochmal auf Silva. Silva zurückgelegt, aber unsauber. Einwurf Rising Phoenix. Ein guter Ansatz im Konter, aber zum Schluss eben nicht vernünftig ausgespielt. Der Pass in den Rückraum. Komplett misslungen. Rising Phoenix lang rausgeworfen. Der kommt nicht an. Bang kommt in Ballbesitz. Bleiben aber nicht dran. Sheldon Shaqiri. Fehlpass. Julian ist dran. Davy Jones wird gefoult. Und Freistoß für Bang. Also es ist gerade hier in den letzten paar Minuten das Spiel etwas unruhiger geworden. Bang will unbedingt ausgleichen noch vor der Halbzeit versuchen, hier früh an den Ball zu kommen. Klappt nicht immer. Und Rising Phoenix macht das gut. Nochmal Nico Bang. Aber der wieder im Abseits. Man sieht es hier, Pässe 65%, durchaus ein schlechter Wert bei Rising Phoenix. Aber sie führen 1:0. Das ist Abseits. Ja, wird nochmal gechippt. Den Chill, nochmal zurück. Julius. Oh, Ballverlust und Groß. Nochmal der lange nach außen. David Villa gegen zwei. David Villa kommt hier nicht durch. Sehr gut vom Innenverteidiger. Aufgepasst, abgeschirmt. Abstoß für Bang. Carbontex war es übrigens, der Innenverteidiger, der das hier sehr gut gemacht hat gerade. Robin nochmal groß. Nochmal auf die Außen. Savo, David Villa.
Nico Bang, jetzt mal Möglichkeit über die Außen. Die Grätsche perfekt angesetzt von Sherdan Shaqiri, der hier richtig gut agiert. Wichtig war es, sonst wäre er nämlich über die Außen durch gewesen. Und Bang hätte eine gute Möglichkeit auch, dann vielleicht mal über eine Flanke zu kommen. Nochmal. Und dann ist CR7 dazwischen. Rising Phoenix über John Terry, über den Torschützen David Villa, Cicic. Cicic mit einem Fehler, Möglichkeit für Bang. Nico nochmal mit dem Seitenwechsel, Michi bringt den Ball in die Mitte, Pogba, und dann ist es wieder CR7, Nico, der das Ganze unterbindet. David Villa stark gemacht, das war nicht gut, Martin Kott und Möglichkeit für Nico. Nico in der Mitte findet da Martin wieder. Und dann ist es nochmal in letzter Instanz. Zwei, drei richtig gute Chancen jetzt für Bang. Allerdings wieder nicht vernünftig ausgespielt. Der letzte Pass passt nicht. Und so bleibt es hier immer noch beim 0:1. Möglichkeit nochmal für Rising Phoenix vor der Halbzeit. 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Torwart kommt. Robin macht's gut. Und Sherdan Shaqiri versucht es aus der Distanz mit einem Direktabschluss. Und wir sehen es hier. Leichter Vorteil auf Seiten von Bang eSports. Die Passgenauigkeit ist allerdings auf beiden Seiten nicht wirklich gut und Bang bisher ohne Abschluss. Sehr wenig Zweikämpfe auf beiden Seiten. Das liegt aber auch daran, dass sie sehr viele Pässe abfangen. Weniger so in die Zweikämpfe gehen, sondern versuchen eben die Passstaffetten zu unterbinden. Schwierige Situation hier für Bang. Die müssen, wenn sie hier als Underdog noch irgendwie was reißen wollen, mehr nach vorne agieren, mehr nach vorne tun. Und wir können gespannt sein, ob sie das auch schaffen. Erstmal Rising Phoenix. Gut dazwischen, gut gedoppelt, getrippelt schon zum Teil. Der Aufbau wieder nicht gut. Wieder diese Passstellen. Man sieht deshalb die geringe Passquote auf beiden Seiten, weil die Jungs immer wieder die Passstaffetten zustellen, so wie auch hier. Davy Jones macht das gut. Jetzt mal Michi, Silva und Manni ist wieder dazwischen. Und für Rising Phoenix ist das alles halb so wild. Sie führen 1:0. Da kann ihnen die Passquote egal sein, aber Bang muss da was machen. Oh, erstmal dazwischen, aber Manni versucht nochmal. Klappt nicht. Und mich über Silva. Der Ball ist gut gespielt. Nico. Sherdan Shaqiri ist dran. Nico bleibt am Ball. Martin Kort mit einem schönen R2-L2-Dribbling. Findet hier wieder Nico. Der ist jetzt allerdings alleine. Macht das gut mit der Schussantäuschung. Stoppt er hier den Ball. Und dann verrennt er sich selber ins Aus. Nochmal der lange Ball. Und dann ist er ein Stück zu weit. Es gibt Einwurf. Eine Möglichkeit für CR7 Nico mit dem Einwurf, der die hier immer sehr weit in die Hälfte des Gegners bringt. Und der kommt diesmal wieder nicht an. Buß klärt das Ganze. 55 Minuten gespielt. Cicic tritt daneben. Groß. Und Bang bleibt in Ballbesitz. Aber Silva wird hier zurückgepfiffen. Freistoß. Glück für Rising Phoenix. Phoenix lässt sich hier viel Zeit beim Ausführen des Freistoßes. Der kommt lang, zu lang und landet wieder bei Michi. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Der 7. Groß. Da habe ich und Julio. Groß, starkes Ding. Möglichkeit. John Terry mit dem Ball in die Mitte, der Abschluss. Und da kriegt er keinen Druck hinter. Dann dieser Riesenfehler. Glück gehabt. Nochmal dazwischen. Und Pogba kann das Ganze mal rausbringen.
Möglichkeit. Pogba versucht es mit dem Flügel, aber der kommt nicht an. Also Rising Phoenix hier wieder mit der großen Chance. Bang, eSport momentan ohne Torabschluss. Rising Phoenix macht das vor allen Dingen in der Defensive richtig gut und setzt in der Offensive immer wieder Nadelstiche, die Bang dann zwischendurch in Bedrülle bringen. Nochmal Ballgewinn. John Terry vielleicht ein bisschen früh rausgegeben den Ball. Rising bleibt in Ballbesitz, versucht nochmal zurückzulegen, klappt nicht. Bang hält den Ball im Spiel, Möglichkeit über Nico. Und auch dieser Ball ist nicht gut, Kimmich ist dran, Rising kann erneut aufbauen. 70 Minuten gespielt, gut 20 Ingame-Minuten zu gehen, plus Verlängerung. Rising, oh, fieses Foul. Und es gibt die rote Karte. Jetzt dezimieren sie sich hier noch. Sehr früh in der Partie. Und dabei musste das gar nicht sein. Der Ball war nicht mal in Richtung Tor unterwegs. Das hätte man auch anders lösen können. Und damit Bang nur noch mit 10 Mann auf dem Platz. Oh, Rising, sehr gut dazwischen, David Villa, nochmal David Villa, der Ball in die Mitte, der Abschluss, Robin, dann ist das ein Durcheinander und Robin, jetzt hat er ihn. Glück für Bang, Pech für Rising Phoenix, die hier jetzt sehr gut den Ball abgehoben haben und jetzt versuchen, wieder nach vorne zu kommen, über Cicic. Und Julio ist erstmal dran, nochmal Bang auf dem Weg nach vorne, Kimmich, stark geholt, nimmt hier den Torhüter mit. Der lange Ball kommt auf die Außen, aber Pogba ist dran. Und Nico mit einem gefährlichen Ballverlust. Glück, dass der Schiedsrichter hier den Vorteil zurückpfeift. Zumindest hier keine Vorteile zu sehen, aber es geht ja auch darum, was man mit dem Ball anfängt, wenn man ihn hat. Kurzer Blick zur Uhr. Groß. Oh, starker Ball, Rising mit der Möglichkeit, Freistoß. Da muss er den ziehen, entweder muss er ihn machen oder er muss ihn ziehen. Sie lassen sich Zeit, Möglichkeit vielleicht mal für einen Direktabschluss. John Terry, der Torschütze zum 1:0, 0:1, so muss ich sagen. Wechselt aber den Schützen. Und Groß soll es machen. Nur noch 3 Mann von Rising Phoenix vorne. Groß wird es also vermutlich direkt versuchen. Lässt sich wieder sehr viel Zeit. Und er gewinnt den Zweikampf. Na, Shaqiri, der kommt gut. Cicic, der hier eine super Partie macht. Und dann ist Julio dazwischen. Rising Phoenix drängt hier auf das 2:0 und Bang stemmt sich dagegen. Ich bin gespannt, wer hier am Ende den kürzeren zieht. Schafft Rising Phoenix hier noch den 2:0 Treffer, um damit die Partie komplett zu beenden? Oder kommt Bang nochmal zu einem Lucky Punch, um hier vielleicht doch nochmal den Ausgleich vor Ende der 90 Minuten zu machen. Erstmal Rising Phoenix, jetzt die Möglichkeit über Money und es ist Abseits. Hab ich so auf den ersten Blick nicht gesehen. Aber der Schiedsrichter entscheidet das so. Möglichkeit für Bang. Noch 8 Minuten. Plus Nachspielzeit. Der Ball kommt auf die Außen. David Villa erstmal dazwischen. Guter Ballgewinn wieder für Bang. Der Chip in die Mitte. Käme nicht an, aber es gibt nochmal die gelbe Karte für David Luiz. Es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Flanke kommt. Bang führt das schnell aus und hatte da eine gute Grundidee. CR7, Chris ist dran. Und Kroos eröffnet und das ist diesmal kein Abseits. Und den muss er jetzt machen, den muss er jetzt machen. Und das macht er eiskalt, läuft am Torhüter vorbei. Sehr, sehr guter Laufweg, 0:2. Und damit sage ich, ist das Spiel vorbei. Aber was für eine starke Aktion hier gegen den Torhüter
vom Spieler von Rising Phoenix. Das war genial. Ich wollte vorhin noch sagen, gerade jetzt läuft er in den Torhüter rein. Wird schwierig, aber genial gelöst. Wirklich, wirklich herausragend. Sheldon Shaqiri. Nochmal Rising Phoenix vielleicht. Den Deckel komplett drauf machen. Und da ist er. Sisic belohnt sich für eine super Partie mit dem 0:3. Aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu hoch, aber Bang hat sich mit der roten Karte selbst geschadet. Und Rising Phoenix wird seiner Favoritenrolle hier gerecht. Macht hier den Deckel drauf. Bang wird hier das Ding nicht mehr drehen können in dieser kurzen Zeit. Und vor allen Dingen auch mit einem Mann weniger. 10-7, Nico nochmal dazwischen. Nochmal Einwurf für Bang. Und wieder ist der Ball weg, so schön wie der Kommentator das sagt. Shaqiri, Martin Kort nochmal dazwischen, CR7, den Ball raus, 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Alles nicht mehr viel wert. Rising Phoenix zieht in die zweite Runde des Pokals ein. Was für ein Spiel. Lässt nicht einen einzigen Schuss aufs Tor von Bang Esports zu. Das ist schon erstaunlich. Rising Phoenix belohnt sich hier mit einem 0:3. Super Aktion, vor allem in der Offensive. Das 2:0 für mich überragend, überragend gemacht. Gratulation an dieser Stelle an Rising Phoenix zum Einzug in die nächste Runde. Vielen Dank an Bang Esport für das Stellen des Bildes und dass ihr uns besucht habt. Vielen Dank auch nochmal an alle Zuschauer, dass ihr hier am Start wart und uns hier so ein bisschen mit unterstützt habt und ein bisschen Spaß übergegangen habt. So, wir gehen hier nochmal rüber. Ich glaube, zu sehen gibt es hier nicht mehr. Vielen Dank auch an die Blue Jays, die hier vorher dran waren. Wie gesagt, nochmal Gratulation an Rising Phoenix auch an dieser Stelle zum Einzug. Bang Esport wacker geschlagen, so als Underdog, kann man nicht anders sagen. Und ansonsten...